Servus ihr Lieben, gestern, Boom, hallo, servus ihr Lieben, wie geht's euch? Ich hoffe, es geht euch gut. Gestern die Maschine ausgepackt und heute das erste Mal in Betrieb genommen und ihr seid dabei, ja, hoffe, die beweist sich ein wenig und heute machen wir die leckeren Zimtsterne und zwar so auf meine Art. Die werden bestimmt lecker sein. Vor allen Dingen das Wichtigste bei Zimtsternen ist es das Backen. Ja, das darf nicht zu hart werden. Ja, das seht ihr immer beim Backen, wenn die Glasur oben ein bisschen trocknet und unten es leicht auch so quasi trocken ist. Wenn das beide so übereinstimmt, dann ist es perfekt. Meistens macht ihr die so auf Umluft auf ja so circa 150 Grad, je 10 bis 12 Minuten ungefähr, je nach Backofen. Ne? So, wie gesagt, ich zeige euch jetzt, was ihr alles dazu braucht. So, für die Zimtsterne werden benötigt 500 Gramm Mandeln, dann 250 Gramm Puderzucker, 2 Esslöffel Zimt und 2 Käppchen von den Amaretto und eine Prise Bittermandel Aroma. Seht ihr das? Ja, hier. Bittermandel, komm schon, auf Krampf, ja, Bittermandel, Aroma. So, und 2 Eiweiß und für die Glasur braucht ihr dann ungefähr 150 Gramm Puderzucker und ein Eiweiß, aber das folgt gleich. Ja klar, und so eine Matte zum später Ausrollen, ein Nudelholz und natürlich ein Zimtstern, beziehungsweise Zimtstern, eine Sternform zum Ausstechen. Das war's. So, jetzt tue ich hier einmal die 500 Gramm Mandeln rein. Gemahlen müssen die sein. Falls ihr keine gemahlenen Mandeln habt, könnt ihr auch die dann zerkleinern oder in einem Mixer zercrunchen. So, und jetzt noch 250 Gramm Puderzucker. So, das ist jetzt quasi der erste Schritt. Jetzt tut ihr das Ganze ein bisschen zusammenmischen und dann kommt noch der Rest dazu. Ich zeige euch das mal jetzt. So, das ist jetzt hier drin. Dann kommt das so runter. Und dann Premiere, let's start again. Test. Jawohl, läuft. Vor allen Dingen, ihr Lieben, das ist ja so ein krasses Gefühl, ja. Ihr müsst jetzt, keine Ahnung, ihr macht jetzt was anderes und die Maschine rührt für euch, ja, wie geil ist das denn? Also auf jeden Fall hammergeiles Gefühl, auf jeden Fall eine Investition, eine Anschaffung. Mal gucken, vielleicht bekomme ich ja die KitchenAid. Ich habe ja bei so einem Gewinnspiel mitgemacht und mal gucken, ja, normalerweise habe ich nie was gewonnen, aber man soll niemals nie sagen, ja. Auf jeden Fall, das hier macht jetzt weiter, die Maschine macht jetzt weiter. Ich kümmere mich jetzt um den Rest mit dem 2 Eigelb trennen und so, jetzt kommt einmal, zweimal Eigelb rein und das Eiweiß, sorry. Vor allen Dingen, ich tue das jetzt flüssig rein, weil es ist besser flüssig, weil dann bleiben die Plätzchen schön saftig halt, ja. Früher hat man das Eiweiß steif geschlagen und dann ist es halt, ja, die Plätzchen werden dann ziemlich hart und so danach beim Backen. Deswegen lieber gleich flüssig dazu. So, einmal. So, und jetzt das Wichtigste
Zimt, 2 Esslöffel, sorry, Teelöffel. Und jetzt mache ich noch zwei hier die obersten Kappen von den Amaretto. Und jetzt ein paar Spritzer von dem Bittermandelöl Aroma. Also ich habe es heute mit den Versprechern, ich weiß nicht, was da los ist. Es riecht so lecker. So, und jetzt wird weiter gerührt. Seht ihr, das ist schon schön fast fertig. So, der Rest wird klar. Es geht nichts Besseres als die eigene Hand. Wird noch kurz auf einer Silikonmatte verarbeitet. Das war quasi, weil es zwar nicht weh auf der Matte, aber es hilft immer ein bisschen Puderzucker noch aus. So. Dann nimmt ihr den Teig hier raus. So. Ist zwar eine klebrige Angelegenheit, aber mit ein bisschen Puderzucker auf der Matte lässt sich das Ganze sehr gut, wird das Ganze ausgerollt. So, und dann könnt ihr hier schön, zack, die Plätzchen ausstechen. So sehen die das aus. Ich lasse die mal ein bisschen dick, ungefähr 10 mm. Ideal. So, das Ganze kommt auf ein Blech mit Backpapier. So, und so sieht das volle Backblech schon mal aus. Und jetzt wird noch die Glasur zubereitet. So, für die Glasur braucht ihr ein Eiweiß, leicht steif geschlagen. So, und jetzt kommt noch 150 Gramm Puderzucker dazu. So aus. Und das wird jetzt gleich damit bestrichen. So, den Ofen habe ich schon vorgeheizt. Gleich geht's los. So, es sind jetzt alle Zimtsterne bepinselt und kommen gleich in den Ofen. Am besten ganz unten, so damit die nicht gleich oben verbrennen, ja, damit die oben noch so schön weiß bleiben. So, Angel sind jetzt fertig. So sehen die dann fertig aus. Und ihr Lieben, es duftet so schön. So, ihr Lieben, der Gewinner ist Lace. Der bekommt die Zimtsterne, die sind jetzt fertig, so sehen die aus.
Und das ist noch nicht alles. Ich bin ja nicht so, es ist ja Weihnachten, ich hau jetzt noch ein paar andere selbstgemachte Plätzchen noch dazu. Was soll der Geiz? Und das Ganze hier wird er bekommen. So, wie gesagt, da kommen noch welche drauf und das geht dann an Les. Und wir überreichen das vor allen Dingen selbst. Bis gleich! So, servus ihr Lieben, jetzt gibt es das Geschenk persönlich übergeben. Kommt einfach mit. Hallo Elvis. Hi, servus. Hallo. Hast du gewonnen? Ja, ich habe gewonnen. Bitteschön. Danke. Alles gut? Mhm. Ja? Willst du mal probieren, ob es dir schmeckt? Ja. Okay. Du hast probiert? Ja. Ich nehme den. Und? Mhm. Mhm. Mhm oder Hammer? Mhm. Mhm. Für dieses Jahr der Beschenkte, das ist zufällig, ja, wurde es die Familie. Es hätten auch mehr mitmachen können, aber naja, es gibt aber auf jeden Fall noch mal so ein Geschenk-Special von mir. Es müsste nicht zu Weihnachten sein, sondern vielleicht, wenn ich mal so die 60 oder 65 Abonnenten erreiche, hau ich dafür euch auch auf jeden Fall was raus. So ihr Lieben, jetzt gab es Weihnachtsgeschenke, ich wurde auch beschenkt, hammergeil, habe mich sehr drüber gefreut und jetzt schlüpfe ich in mein Monzi. So, tada, jetzt bin ich im Monzi, das war das super und das beste Geschenk ever ever. So ihr Lieben, wir sind jetzt auch am Ende angekommen, falls euch das Video gefallen hat, lasst mir doch gerne einen Daumen in nördlicher Richtung da, ansonsten könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Und habt euch wohl, bleibt gesund. Bis dahin. Tschüss.